Man braucht nicht unbedingt eine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen. Viele Neuerungen und Gesetze, die 2018 kommen werden, stehen schon fest. Wie zum Beispiel diese hier, die unter anderem die Sozialversicherungen betreffen. Wie sich die Einkommen 2018 entwickeln werden, bleibt abzuwarten, die Renten werden aber steigen, das ist fast sicher. Gleichzeitig wird die Rentenversicherung wohl etwas günstiger. Gutverdiener müssen trotzdem mehr einzahlen, denn die Beitragsbemessungsgrenzen verschieben sich nach oben. Wie jedes Jahr werden auch 2018 die Beitragsbemessungsgrenzen erhöht und das bedeutet, dass Gutverdienende etwas mehr in die Sozialversicherung einzahlen müssen. Das Limit, bis zu dem Beiträge zu entrichten sind, steigt in der Rentenversicherung im Westen um 250 Euro im Monat auf 6.500 €, 78.000 Euro pro Jahr. Im Osten blieb bislang Einkommen über 5.700 € abgabenfrei, künftig erst ab 5.800 €, 69.900 € pro Jahr. In der Kranken- und Pflegeversicherung gibt es eine einheitliche Beitragsbemessungsgrenze. Und die klettert im kommenden Jahr um 75 Euro auf 4.425 € im Monat, 53.100 € pro Jahr. Lag der Höchstsatz, den Angestellte für die gesetzliche Krankenversicherung ausgeben müssen, bislang bei 317,55 €, so sind es künftig rund 323 €. Dazu kommt dann noch der Zusatzbeitrag, an dem sich der Arbeitgeber nicht beteiligt. Arbeitnehmer, die in die private Krankenversicherung wechseln wollen, müssen dafür künftig etwas mehr verdienen. Die Versicherungspflichtgrenze steigt von 57.000